Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu unserem neuen SCB Verse Report. Wir fassen euch wieder zusammen, was so die letzte Woche in Star Citizen passiert ist. Das Ganze hier als Live-Aufnahme auf Twitch, Freitag aufgenommen, um genau zu sein. Es ist jetzt 18.04 Uhr am 13.04., wenn ich das hier aufnehme. Und wir freuen uns natürlich, dass wir einiges Neues berichten können und es ein paar Updates gibt, die uns sogar überrascht haben. Ja, und zwar nicht nur ein neuer Zwischenpatch, der jetzt kommen wird, aktuell jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist er noch im PTU, aber wird dann wahrscheinlich relativ bald released werden, könnte auch übers Wochenende jetzt schon passieren oder passiert sein, erfährt ihr hier natürlich auch bei uns auf dem Channel, aber dann eben in einem bestimmten Video dazu, aber wir haben ein ganz bestimmtes Hot Topic auch heute und das ist ein neuer Concept Sale, der so vom Himmel gefallen ist, anders kann man es kaum nennen, denn dieser Concept Sale wurde nicht sonderlich weiter irgendwo angekündigt, sondern kam dann quasi auf einmal und erschien dann einfach. Ja, wir haben also ein neues Schiff, was jetzt den Reigen oder das Portfolio des Star Citizen Schiffe erweitern soll. Und da handelt es sich um die Origin 100er Serie. Origin als im Grunde genommen Luxushersteller ist uns hier schon gut bekannt, jetzt aus der 300er Serie oder der aktuell in Fertigung liegenden 600i. Die 890 Jump ist auch ein Begriff und die kriegen jetzt sozusagen noch ein kleineres Schiff dazu, nämlich ein Starterschiff. Da handelt es sich dabei nämlich drum, es soll sozusagen eine Art Konkurrenz bzw. ja, eine Erweiterung zu der bisher verfügbaren Mustang Alpha oder der Aurora MR sein und ein wenig quasi zwischen diesen Modellen und der schon als Tier 2 geltenden Reliant Core liegen. Ja, die sind also jetzt im Concept Sale. Das bedeutet, wir haben drei Varianten, die hier zur Verfügung stehen. Die 100i ist die Touring- bzw. Exploration-Variante mit zwei SCU-Laderaum. Wir haben dann die 125a. Das ist der Fighter von dem, also das ist sozusagen der Milizjäger, auch mit zwei SCU, aber etwas höherer Waffenlast. Und dann haben wir die 135C, die Cargo-Variante, die hat dann 6 SCU immerhin und ist wie gesagt für diesen Zweck dann gebaut. Es sind viele verschiedene Varianten im Verkauf bzw. viele Pakete, nämlich einmal die Standalone-Ships, wo man jedes Schiff sozusagen einzeln bekommt, aber ohne Spielzugang selbst, sozusagen nur um seine Flotte zu erweitern. Dann gibt es Ship-Packs, wo zum Beispiel alle drei Varianten in einem Paket drin sind oder auch alle möglichen Origin-Schiffe, dann allerdings auch schon für großes Geld. Und dann gibt es eben noch Game-Packages, weil es handelt sich ja hier jetzt um ein neues Starterschiff. Das ist auch wirklich so gedacht, dass es eben mit zur Aurora MR, mit zur Mustang Alpha einen neuen Art von Style reingibt in die Starterschiffe, die man so bei Star Citizen nehmen kann. Und dementsprechend gibt es jetzt auch Game-Packages. Diese Game-Packages sind ohne Squadron 42, das muss man dann extra noch mal dazu holen, wenn man das haben möchte. Aber nichtsdestotrotz haben sie dann die Origin 100 mit im Paket drin. Ja, jetzt gibt es aber wirklich noch eine Neuerung hier, denn dieser Concept Sale ist der allererste, der mir bekannt ist, in dem nur ein Teil dieser Konzeptschiffe oder dieser Pakete mit Lifetime Insurance ausgestattet sind, nämlich nur die Warbond-Varianten. Die Warbond-Varianten sind die, wo man echtes, neues, frisches Geld mit ins Spiel reinbringen muss. Das heißt, wenn man mit Kreditkarte, PayPal oder ähnlichem bezahlt, dann kann man einen etwas geringeren Preis abschließen und kriegt dafür jetzt auch noch die Lifetime Insurance. Wenn man aber Store Credits benutzt, das heißt ein Schiff einschmilzt, um Store Credits zu haben und die dann einsetzt, um ein anderes Schiff zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt eine Origin 100er Serie, dann kriegt man kein LTI mehr dabei. Das bedeutet, wir haben jetzt dort nur noch 6 Monate Versicherung, die dann mitverkauft werden. Das ist jetzt wirklich eine Neuerung, darum muss man das hier so rausheben. Wir können nur spekulieren über die Hintergründe. CIG hat noch nichts Genaueres dazu gesagt. Ich hoffe, dass sie da ein Statement noch zu rauskriegen, damit sie einfach erklären, was der Hintergrund davon ist. Denn jetzt sind natürlich die Spekulationen wild. Es kann natürlich sein, dass es sich um die letzte Diskussion handelt, die hier auch vom Zaun gebrochen wurde. Wieder mal um Lifetime Insurance und allem darum, dass sie da mit dieser Maßnahme darauf reagiert haben. Es kann sein, dass es schon länger geplant war, insgesamt die Menge an LTI-Schiffen zu verringern. Nichtsdestotrotz ist diese Maßnahme jetzt relativ konkret, weil es wirklich bedeutet, dass man nur in einer sehr ausgesuchten und wirklich, ja, sagen wir, sehr frischen Form dort an eine LTI rankommt, denn man muss dafür neues Geld in das Spiel stecken. Es geht nicht mehr, dass man damit eben, dass man altes Schiff einschmilzt und dafür ein neues LTI-Schiff bekommt. Ich nehme an, der Sinn dieser Maßnahme ist vor allem insgesamt langsam
Stück für Stück wegzukommen von der Lifetime Insurance an sich als Backer Reward und sich sozusagen damit auch der Kritik nicht weiter auszusetzen. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, was die genauen Hintergründe sind. Das müssen wir noch abwarten und vielleicht gibt es ja da noch ein paar Informationen von CIG zu. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch das klar macht. Wir wissen noch nicht, wie das mit den Upgrades ist. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, ob man zum Beispiel auch normale Schiffe jetzt auf den Concept Sail upgraden kann oder andere Schiffe, was aber auch sowieso bedeuten würde, dass die Versicherung erhalten bleibt, die man da drin hat. Aber der ein oder andere hat vielleicht aus dem letzten Anniversary Sale ein 60-Monate-Starter-Paket noch rumliegen, was man vielleicht dann auf so eine Origin upgraden könnte. Müssen wir dann abwarten und hierzu gibt es dann auch nochmal ein dediziertes Concept Sale Video, was ihr euch gerne anschauen könnt, wo wir dann nochmal auf die Details bezüglich dieses Schiffs eingehen und wo wir uns dann nochmal angucken, was bisher so an Informationen bekannt geworden sind. Gut, weiter geht's dann von der neuen Origin 100er Serie, die jetzt als Concept Sale gestartet ist, natürlich mit unserem nächsten Topic und das ist immer unsere Weekly Updates, die starten mit Around the Verse. Ja, und Around the Verse hatte diesmal natürlich auch einen sehr vielsagenden Titel, nämlich A New Origin. Ein neuer Anfang könnte man auch so übersetzen, aber Origin ist natürlich hier ein Wortspiel. Das bedeutet, wir hatten es mit einer Shipshape-Episode zu tun, meine persönlichen Favoriten unter den ATVs so im Monat, denn Shipshape gibt immer sehr, sehr viele schöne Informationen über das, was uns mit am liebsten ist bei diesem Spiel, nämlich die Schiffe. Moderiert, wie man so im Hintergrund schon sieht, von Sandy Gardner und Eric Kieran Davis, das ist ja der Studio-Director vom LA Office. Und die beiden haben eigentlich nur eine kurze Überleitung, denn sofort danach übernimmt Jared Huckabee und führt einen einmal durch die Ships-Pipeline, beziehungsweise hat hier diesmal quasi drei Specials für uns in dieser Episode. Einmal ein Special zur Entwicklung der 600i, der 100i, wir wollen ja hier die Origin-Schiffe nicht durcheinander bringen. Das bedeutet, hier wird erstmal im Hintergrund so ein bisschen erklärt, wie sind sie zu dem Schiffsdesign gekommen, was ist die Inspiration dafür, was soll dieses Schiff wirklich sein und vor allem für wen ist es gedacht und hier bildet sich auch nochmal die Information heraus, dass es sich hier wirklich um ein Starterschiff handelt, das ist auch der Gedanke. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt hier eine ganz bestimmte Rolle zu erfüllen, sondern Leuten, die halt einen bestimmten Style-Empfinden haben und die Lust haben, sich mit so einem Schiff ins Verse zu begeben, die Möglichkeit zu geben, ein Origin-Schiff zu bekommen, was eben relativ preisgünstig ist, gerade im Vergleich. Und das nicht nur jetzt natürlich mit den aktuellen Verkaufspreisen in Euro, sondern auch später, wenn man ins Verse dann irgendwann startet und die Schiffe nur noch da zu kaufen sind, dass man hier auch ein preiswertes Modell von Origin hat, was aber trotzdem den gleichen Style-Faktor sozusagen erfüllt. Ja, das also sozusagen zur Origin 100er Serie, die wie gesagt jetzt im Concept Sale ist und wo man noch viele Details über die Zeit erfahren wird. Es wird ja auch noch ein Q&A dazu geben. Reverse the Verse wird sich darum kümmern, komplett am Freitagabend und nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch nochmal unsere Berichterstattung dazu erweitern. Ich gehe mir zwei weiter, weil es gab noch zwei weitere wichtige Themen oder sozusagen eigentlich drei in dieser Shipshape-Episode und zwar, wie ich eben schon mich versprochen hatte, die 600i, die ja jetzt aktuell in der Entwicklung ist, um mit dem Patch 3.2 dann zu uns zu kommen und endlich flight ready zu werden, die soll ja den Style Guide geben für die eben benannte Origin Serie insgesamt, also für den Hersteller, was dann auch die eben genannte 100i mit beinhalten würde, was aber auch die 890 Jump mit beinhaltet und auch den Rework, der Überarbeitung der 300er Serie an sich. Und da an dieser 600i wird eben gerade relativ intensiv gearbeitet. Sie ist noch ein Stückchen größer geworden, als sie ursprünglich geplant war, weil sie gemerkt haben, dass sie gerade unten in dem Unterdeck sozusagen, wo dann eben sowohl entweder das Luxus Apartment drin sein soll und die Aufenthaltsräume dafür oder eben gerade die Rover-Garage und die Ladebucht, die jetzt beim Explorer-Modul dabei wäre, dass sie dafür ein bisschen mehr Platz brauchen und haben also das Schiff nochmal ein klein wenig größer gemacht und die eigentlich wirklich spannende Information, abgesehen von wahnsinnig vielen Bildern, die man gesehen hat und Innenräumen, die man gesehen hat, die auch wirklich sehr, sehr beeindruckend aussehen und ich glaube, die jedem das Herz aufgehen lassen, der sich damals für das Schiff so entschieden hat, ist folgendes und zwar was am Ende der Episode oder am Ende dieses Specials rauskommt, ist, dass das Team von der 600i, wenn es denn dann fertig ist, also wenn die 600i im Spiel ist, dann wird es sich aufteilen in zwei Teams. Und zwar das eine wird sich dann anfangen mit der 890 Jump zu beschäftigen, sozusagen dem großen Bruder von der 600i, die dann eben später irgendwann ins Spiel kommen soll.
Und die es ja auch schon lange als Konzept gibt. Und der andere Teil des Teams, der wird sich auf was komplett anderes Neues stürzen, und zwar auf die Banu Defender. Ja, die Banu Defender, ein kleiner zweisitziger Jäger im Endeffekt, der letztendlich ja zwar als Schiff selbst geringere Bedeutung hat, aber, und das muss man eben dazu sagen, es hat Bedeutung, weil die Banu Defender wiederum den Style Guide vorgeben wird für die Banu Merchantman. Und die Banu Merchantman ist ja nun absoluter Fan-Favorite hier, auch in der Community. Er wird lange darauf gewartet, wann dieses Schiff denn nun endlich kommt. Und jetzt wissen wir zumindest, wie der Ablauf sein soll. Nämlich, erstes Team kümmert sich um die Banu Defender, macht die fertig. Danach nehmen die ihre Erfahrungen und bauen daraus die Banu Merchantman. Ja, und das Ganze wird natürlich nicht mehr dieses Jahr alles stattfinden. Das heißt, wenn die 600i fertig ist und das Team anfängt, um die Banu Defender zu kümmern, dann wird die Arbeit wahrscheinlich in diesem Jahr noch beginnen. Und so wie sie sich das momentan vorstellen, wird sogar auch ein Teil der Arbeit an der Merchantman noch dieses Jahr beginnen, was bedeutet, dass wir relativ fest damit rechnen können, dass nächstes Jahr das Jahr der Banu werden wird und wir vielleicht dann die Defender und die Merchantman bekommen. Also, das sind auf jeden Fall ganz gute Aussichten für alle Leute, die sich auf diese beiden Schiffe freuen. Und sie sind in dieser Shipshape-Episode wieder mal ganz geschickt allen Fragen und selbst eingebrachten Anmerkungen über die Carrick ausgewichen. Leider wissen wir dazu nicht mehr. Ansonsten gab es noch sehr coole Innenansichten von der Hammerhead. Da hat er einfach nochmal ein erweitertes Video eingespielt, um zu gucken, wie sieht denn die Hammerhead jetzt momentan aus. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und dann gab es noch eine Info zum Avenger Rework. Und da kann man also ganz kurz zusammenfassen, die Avenger selbst wird zwar größer, aber sie werden auf jeden Fall ihrem ursprünglichen Style, ihrer Form und ihrer Farbgebung treu bleiben. Das heißt, nach wie vor ist auch hier von den Materialien und von der Art, wie das Schiff aufgebaut ist, tatsächlich ein Space Shuttle der wichtigste Stylegeber für die Avenger. Und hier wird sozusagen dann nur geguckt, dass das Schiff an sich sozusagen in seinen Proportionen stimmig bleibt, aber der Innenraum, der gewinnt dazu natürlich extrem. Und zwar ist zum Beispiel kein Bücken mehr nötig, wenn man durch den Innenraum geht. Vorher war das ja alles ziemlich klein und eng und der Charakter musste sich ein bisschen verbiegen, um zum Cockpit nach vorne zu kommen. Das wird alles nicht mehr notwendig sein, das heißt, man kann jetzt gerade stehen, der Raum ist einfach großzügiger, man hat jetzt ein vollständiges Bett zur Verfügung, was auch tatsächlich dazu einlädt, es zu benutzen, im Gegensatz zu dem kleinen komischen Halbsarg, den man da vorher jetzt drin hat. Es geht auf jeden Fall so weit, dass die Türanimation, die man jetzt ja hatte, auch weiterhin da sein wird, aber trotzdem sehr viel kürzer und sehr viel präziser, sehr viel einfacher gehalten ist als jetzt, wo man da eben so sich reinwinkeln muss in dieses Schiff. Das wird dann in Zukunft einfacher und leichter vonstatten gehen. Ja, und insgesamt wurde auch der Innenraum dem Style Guide von Aegis Dynamics angepasst. Das bedeutet, auch hier ist sozusagen darauf geachtet worden, dass das Interieur jetzt dazu passt, wie die restlichen Aegis-Schiffe aussehen, und man wird das ein oder andere vielleicht auch in Form und Farbe wiedererkennen, was man dann auch später in der Idris sieht. Also dann auch zum Avenger Rework. Die soll ja dann auch mit 3.2 fertig werden. Und wie das aussieht, sind sie da auf einem guten Weg. Und wir können uns darauf freuen. Ja, weiter gehen wir dann von Around the Verse zur nächsten Episode, nämlich Reverse the Verse. Und das ging um, ja, wenn man so will, Requisiten, Requisiten, Requisiten. Also so könnte man es grob übersetzen. Props, Props, Props hieß diese Episode. Und hier ging es, wie man schon dem Titel entnehmen kann, vor allem um die Artists, die sich darum kümmern, dass eben Requisiten und kleinere bis mittelgroße Gegenstände ins Spiel kommen und die Spielwelt füllen. Zu Gast bei Jared Huckabee war Art Director Ben Curtis und der Artist Corey Bramford, und die haben einige Fragen gestellt bekommen, sowohl selbst von Spectrum als auch aus dem Live-Chat während der Sendung, wie es sie denn den Umgang mit Requisiten bzw. den Umgang eben mit Gegenständen in diesen Größenarten angehen, und was so die wichtigsten Infos sind, habe ich mir rausgegriffen. Genau wie Around the World lade ich euch auch hier ein, bei Reverse the Verse dann nochmal bei SCB vorbeizuschauen und reinzulesen, denn ich suche mir ja immer hier die Highlights raus für den SCB Verse Report. Und dann gehe ich sozusagen nur auf die wichtigsten Dinge ein. Alles Weitere wird dann auf SCB zum Beispiel oder auch von anderen YouTubern und so nochmal im Detail aufgefasst. Ja, also die wichtigsten Fragen, die ich mir so rausgesucht habe hier aus Reverse the Verse, ist zum Beispiel: Woran machen Sie fest, was zerstörbar ist und was nicht? Und da ist die Antwort drauf, dass Sie die Assets, die Sie haben, in ganz verschiedene Kategorien einordnen. Zum Beispiel Dinge wie Tische, Stühle, Schränke und Ähnliches sind in der Regel größer, stabiler und weniger direkt zerstörbar oder einfach zerstörbar als jetzt zum Beispiel Dinge wie
Gaskanister, Lampen oder ähnliches. Das heißt, die Kategorien kategorisieren erstmal sozusagen die Gegenstände nach ihrer Stabilität und Zerstörbarkeit und dann sozusagen gucken sie sich an, welche Teile kann man vielleicht noch aufheben. Die bilden dann noch eine dritte Kategorie, also alles, was man noch tragen und mit sich rumtragen kann, was dann eben auch in diese Zerstörbarkeit reinkommt. Und dann überlegen sie sich sozusagen, was sie nacheinander dann zerstörbar und angreifbar machen und wie das Ganze aussieht. Dann haben sie uns noch informiert über die sogenannten Sub-Items. Das sind die Dinge, die zu Schiffskomponenten dazugehören, aber keine eigentlichen Komponenten sind, sondern sozusagen Teile, die die Dinger funktionsfähig oder auch verbesserungsfähig machen. Das bedeutet, man kann an einen Schildgenerator zum Beispiel, ich spekuliere jetzt, das ist keine Information, die hier rauskam, sondern die jetzt einfach zur Erklärung dienen soll, als Beispiel, einen Emitter-Verstärker ansetzen. Das ist dann so eine kleine Scheibe, die man darauf setzt und dann wird der eben dadurch etwas getuned. Und das sind diese sogenannten Sub-Items, zum Beispiel Verbindungsgeschwindigkeiten erhöhen. Also man kann die Komponenten nochmal mit kleinen Gimmicks ausstatten, die sie dann besser machen. Und sie verraten darüber, dass das also Teile von diesen Schiffskomponenten sind, wobei sie als Artists nur dafür da sind, dass die Dinger cool aussehen. Sie haben die Funktionalität, die machen andere Teams. Das bedeutet, sie können gar nicht so viel darüber sagen, wie die Dinger jetzt wirken. Sie können nur sagen, dass sie die Anforderung bekommen haben, sie zu bauen, sodass man sie auf die Items sozusagen auf die jeweiligen Komponenten ansetzen, raufsetzen, reinklinken kann und von dort aus werden dann die Funktionalitäten gebaut und verbessert. Das bedeutet, je nach Qualität und Größe der Komponenten können sogar mehrere Sub-Items da andocken und da sind wir natürlich sehr gespannt, weil das dann natürlich nicht nur in den Reparaturbereich, sondern auch insbesondere in den Tuning-Bereich reingeht, den ja Star Citizen auch haben soll. Ja, und dann nochmal eine witzige Frage, weil es wurde sich ja da ausführlich drum gekümmert in dieser Episode, nämlich was ist prozedurale Nahrung? Das bedeutet, dass sie sozusagen auf möglichst schnellem und realistischem und auch gleichzeitig ressourcenschonenden Weg Nahrung in die Umgebung einsetzen können. Das bedeutet, die dann sozusagen dort generiert wird, wenn es zum Beispiel um eine Messe geht und jemand macht die Mikrowelle auf, dass da drin dann prozedural das entsprechende Essen entsteht, ohne dass da viel Ressourcen für aufgewandt wird. Das bedeutet aber nicht, dass man sozusagen prozedural zugucken kann, wie ein Ei gebraten wird, ja, oder man ein Spiegelei macht. Das wird nicht funktionieren, sondern maximal ist es so, dass sozusagen man sieht, dass jemand die Pfanne auf den Herd packt und dann poppt da das Spiegelei auf, ist da und sozusagen wird dann an den Tisch gebracht. Aber das ist schon sehr detailliert und sie ergeben sich also sehr viel Mühe, dass man da auch hier dieses Immersionsfeeling bekommt. Ich warte ja nur noch darauf, bis man hier irgendwelche Duftdrüsen ins Zimmer einbauen kann und das Ganze dann auch noch riecht, wenn man in so eine Messe reinkommt. Kann sehr schön sein, kann aber auch fürchterlich sein, ne? So, ich sag nur Chemietoilette von der Constellation, die diese schon seit 6 Monaten im Exploring-Einsatz ist. Macht nichts, das ist jetzt nur reiner Witz gewesen, aber auf jeden Fall fand ich diese Frage ganz interessant und habe sie dann noch mit reingenommen. Ja, das war also Reverse the Verse und wir kommen dann nochmal zur dritten Show, die uns Informationen geliefert hat, nämlich Calling All Devs. Und hier ging es um Apartments, Dekompression und Schiffsüberarbeitungen. Ja, ich habe mir 4 Fragen rausgesucht. Ich glaube, es ist nur eine weitere, die jetzt nicht dabei ist, aber auch die lohnt sich nachzulesen. Auch das bei SCB verfügbar. Guckt da auf jeden Fall rein. Die erste Frage war Freelancer Max. Wie viele Triebwerke hat die denn jetzt nun? Denn angekündigt war sie mit 4 Triebwerken, im Gegensatz zur normalen Freelancer, die nur 2 hat. Aber in der Schiffsmatrix stehen weiterhin nur 2. Wo liegt der Fehler? Nach der Aussage der Developer liegt der Fehler in der Matrix. In der Schiffsmatrix, also nicht, dass jetzt hier irgendwo ein Agent gleich um die Ecke kommt. Der Fehler liegt in der Schiffsmatrix und die ist fehlerhaft momentan. Das bedeutet, man kann jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo das Schiff noch entwickelt wird, und das ist ja auch erst für Ende des Jahres angekündigt, nicht sagen, ob es 2, 3 oder 4 Triebwerke werden. Man geht davon aus, dass es 4 bleibt, aber das Wichtige ist, dass die Schublast, die erhöht wird und dass die stimmt zu dem größeren Volumen, zu der größeren Masse, die die Freelancer Max bewegen muss. Und es kann auch sein, dass es einfach 2 sehr große Triebwerke werden und nicht wie ursprünglich gedacht 4. Das heißt, sie werden das jetzt auch noch nicht weiter korrigieren. Sie werden sich angucken, wie das Schiff sich entwickelt, wenn sie es denn wirklich zusammenbauen. Und dann werden wir erfahren, was es wird. Auf jeden Fall, was dabei bleibt, ist, dass die Schubkraft der Freelancer Max die stärkste sein wird von allen Freelancer-Varianten, weil sie eben auch am meisten Masse bewegen muss. Ja, nächste Frage. Gibt es Pläne, dass Spieler Apartments auf Planeten mit Städten, zum Beispiel Arkorb, haben können?
Aktuell gibt es noch keine Pläne dazu. Das liegt vor allem daran, dass die Planung, um sowas wirklich sich zu überlegen, wie das denn genau funktioniert als Mechanik, aktuell viel zu früh ist. Das Stadium der Entwicklung lässt es noch nicht zu, über sowas nochmal genau nachzudenken. Was es als nächstes geben wird, ist, dass wir diese Easy-Haps, in denen man zum Beispiel spawnt, wenn man auf Port Olisar, Levski oder Grimhex dann spawnt ins Spiel, dass man die mieten kann. Das heißt, dass das dann sozusagen unsere eigenen Apartments werden, wo man sich einfach einmieten kann. Da hat man da seinen Schrank drin, sein Bett und das ist sozusagen dann für niemand anders zugänglich. Es sei denn, man lässt jemanden rein. Und das ist sozusagen der Vorläufer für späteres Housing. Das bedeutet, sie kümmern sich jetzt als allererstes darum, dass diese Mechanik funktioniert, wenn man nämlich da so ein Easy-Hub mieten kann und das persistent sozusagen dann für die Dauer des Mietverhältnisses einem gehört, dann ist der Schritt zum Housing auch nicht mehr so weit und dann können sie auch weiter darüber nachdenken. Das ist jetzt der nächste Plan und ich finde, das ist auch in Ordnung. Man muss da wirklich Schritt für Schritt rangehen, denn ich kann mir vorstellen, dass bei einem Spiel wie Star Citizen und dieser riesigen Menge an Land und Planeten, die wir haben, das Housing auch eine wichtige Rolle spielen wird später. Außerdem soll es für diese Habitate dann verschiedene Qualitätsstufen geben, sodass man dann auch sich sozusagen unterschiedliche Arten von Mengen von Geld dort investieren kann. Von Geldmengen wollte ich eigentlich sagen, die man dort investieren kann, um eben etwas luxuriöser, vielleicht mit Außenfenster oder ähnlichem zu leben, als wenn man das Billigste kauft. Gut, oder mietet vielmehr in dem Fall. Ja, dann nächste Frage. Für welche Schiffe, ausgenommen diejenigen, die in der Roadmap zu sehen sind, können wir denn noch ein Rework erwarten? Ja, das war eine interessante Frage und auch eine sehr interessante Antwort, denn die aktuelle Roadmap zeigt ja den Stand der festgelegten Planung, also Dinge, wo sie schon abschätzen können, dass sie sie so umsetzen. Das ist jetzt ganz aktuell, das Mustang Rework für 3.2, das Avenger Rework für 3.2, dann für später im Jahr gedacht, die Constellation-Varianten, die noch reinkommen sollen, also die Taurus zum Beispiel, die Freelancer und ihre Varianten kriegen auch nochmal ein Rework, beziehungsweise die Freelancer selbst wurde bestätigt als Rework und dann eben die Varianten dazu. Daher fehlt uns ja noch die Mist, die Max und die Dur. Dann die Cutlass und ihre Varianten, die Cutlass selbst, die Black ist ja soweit fertig, aber die anderen Varianten können unter Umständen nochmal ein Rework bekommen, auch in der Form des Schiffes wissen wir ja auch, die haben sich ja vorher schon unterschieden, die jeweilige Blue und Black Variante der Cutlass, Blue und Red Variante der Cutlass auch in ihrer Außenform kann also auch hier nochmal zu einem Rework kommen und dann wissen wir auch, die Reliant Varianten kommen noch mit rein, die sind auch noch da, die eben auch zum Ende des Jahres sein sollen und so weiter und so fort. Also alles, was da jetzt angekündigt ist, auch die Schiffe, die Basisschiffe, die schon drin sind, werden damit auch nochmal überarbeitet. Ja, und dann ist ein schönes Update, glaube ich, dass die Redeemer dann als nächstes auf dem Plan steht. Die ist nicht für 2018 vorgesehen, aber sie ist vorgesehen, als nächstes auf der Liste zu stehen, wenn die Sachen fertig sind oder wenn bestimmte Dinge davon fertig sind. Das heißt, das nächste, was dann einrückt, ist die Redeemer, sodass ich persönlich hoffe, auch das ist Spekulation, das haben sie nicht so gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da Ende des Jahres die Arbeit dran beginnt, sodass wir, wenn wir Glück haben, vielleicht im ersten Quartal 2019 dann die Redeemer bekommen. Ich würde mich da riesig drüber freuen, aber, und ich bin nicht sicherlich der Einzige, aber bestätigt ist das nicht, nur, dass sie die nächste in der Reihe ist. Ja, und dann gibt es noch Schiffe bzw. Fahrzeuge, die ebenfalls auf der Liste stehen, aber für die noch kein Rework-Termin angedacht ist und wo auch die Entscheidung noch aussteht, ob sie denn ins Rework müssen. Und das wäre zum Beispiel der Greycat Buggy, die Merlin und die M50. Ja, schauen wir mal, ob da noch was passiert. Momentan kann man nur sagen, die wären theoretisch noch angedacht für ein Rework, aber ob das dazu kommt, das wird dann der Verlauf des Jahres zeigen. Ja, letzte Frage, die ich noch hier aufgeschrieben hatte, die gestellt wurde, war, ist es denn weiterhin geplant, dass Schiffe und Räume im Vakuum eine Dekompression erleiden, wenn die Hülle aufbricht? Da hatte man jetzt eine Weile nichts mehr von gehört. Gerade so Mitte letzten Jahres wurde noch relativ viel darüber erzählt. Jetzt ist das so ein bisschen verschwunden, das Thema. Und sie haben gesagt, ja, nach wie vor ist diese Mechanik vorgesehen, es wird passieren, es wird so kommen und sie haben auch schon gute Pläne dafür, aber momentan eben nicht mehr als Pläne. Die Entwicklung selbst musste nämlich ein bisschen nach hinten verschoben werden, weil man sich entschieden hat, erst auf andere Kernmechaniken sich einzuschießen und die erstmal zu fokussieren in der Entwicklung, damit die dann rauskommen und damit die sozusagen auch funktionieren, damit, wenn das soweit ist, man auch zum Room System kommen kann und dann auch eben sowas wie Dekompression und alles korrekt
korrekt darstellen kann. Ja, also wird noch ein bisschen dauern und ich denke, in der Roadmap für 2018 ist es jetzt auch nicht drin. Kann sein, dass es ein Feature ist, was gar nicht erwähnt wird in der Roadmap, was also später erst dazu kommt. Kann aber auch sein, dass es eben sich erst für 2019 eingliedert. Ja, so viel dann also zu Calling All Devs. War auch wieder eine spannende Folge. Konnte man wieder viel erfahren und erleben bei Star Citizen. Wie gesagt, vollständige Episode übersetzt findet ihr dann bei SCB. Wir haben natürlich noch eine schöne Mitteilung für alle Neuen oder auch alle, die sich nur mal für das Spiel interessieren und mal ein Wochenende testen wollen. Denn Freitag ist das Freeflight-Wochenende gestartet. Das heißt, von Freitag, dem 13. bis Montag, dem 16. gibt es jetzt aktuell die Möglichkeit für alle Interessierten, Star Citizen 3.1 in seiner Alpha kostenlos zu testen. Das bedeutet, alle Backer und Probespieler, die sich jetzt sozusagen einen Account eröffnen oder einen schon haben, haben bis zu diesem Zeitpunkt dann die Mustang Gamma, die Cutlass Black, die Aurora MR und den Cyclone Buggy bereit für sich. Das bedeutet, man muss ohne jetzt irgendein Game Package zu haben, einfach einen Account eröffnen, dort das Spiel dann runterladen und dann hat man diese Fahrer bzw. Flugzeuge, Raumschiffe für sich bereit, um das Spiel für ein paar Tage und ein paar Stunden zu erkunden. Ja, da kann ich euch nur sagen, ladet eure Freunde ein. Es ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mal ein paar Leuten das Spiel zu zeigen. Auch wenn sie dann sagen, oh, ich warte noch ein bisschen, bis ich das Ganze zu einem vollwertigen Account mache, nicht schlimm. Denn wenn das passiert, dann habt ihr hoffentlich vorher eure Referral-Codes weitergereicht. Denn wenn Leute einen neuen Account eröffnen, ist es natürlich total super, wenn sie einen Referral-Code benutzen. Nicht nur, weil derjenige, dem der Code gehört, dann auch noch einen Reward kriegt oder Rewards kriegen kann, sondern dass die Leute auch, die den benutzen, immerhin 5000 UEC mehr Startkapital kriegen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, damit könnt ihr gerne machen. Da findet ihr in unseren Videobeschreibungen unsere Referral-Codes. Könnt ihr euch einfach aussuchen, wen ihr benutzt. Und wenn ihr das eben als Freeflight-Info weitergibt an Leute, dann denkt daran, ihnen euren Referral-Code mitzugeben. Ansonsten denkt auch daran, wenn ihr neu einsteigt, beziehungsweise wenn ihr Leute habt, die neu einsteigen. Wir haben hier gerade unsere Einsteiger-Guides neu aufgesetzt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal die Liste weiterleiten, vielleicht einfach die Playlist, denn da kommen jetzt auch immer noch mehr Episoden dazu. Und alle Neuen haben natürlich hier ganz besonders gut die Möglichkeit, sich von vorne bis hinten zu informieren, was momentan Star Citizen so bietet und wie eben so ein Start ins Verse laufen kann. Ja, da kommen wir dann auch gleich, wo ich davon spreche, zu unseren Videos. Wir hatten ein sehr schönes Let's Play letzte Woche, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich musste sehr lachen, als ich es gesehen habe und Dosa hatte sehr, sehr richtig betitelt, nämlich die Spirale der Gewalt. Wie man es in Star Citizen gerade kaum besser erleben kann, indem man sozusagen ein paar Dinge ein bisschen überspitzt, verplant und dann auch noch die Konsequenzen davon tragen muss. Ist eine sehr witzige Episode. Dozer at its best, kann ich dazu nur sagen. Hat überhaupt nichts mit Crash und unserem Ethos und unserem Auftrag zu tun, aber dafür umso mehr mit Crash Academy und Dozer. Es ist ein Riesending und macht Spaß. Guckt euch das mal an. Ansonsten hatten wir ein weiteres Video, nämlich die Alpha 3.1.2 und das Roadmap Update im Verse Report. Kam auch letzte Woche raus, kann ich euch nur empfehlen, denn da gucken wir uns dann die Roadmap mal im Detail nochmal an und gucken uns an, was hat sich verändert für 3.2 und dann auch so ein bisschen in Ausblick für 3.3 und 3.4 gegen Herbst und Ende des Jahres dann und schauen uns natürlich auch an, was der neue Zwischenpatch so bringen soll. Ansonsten, wie gesagt, habe ich eben schon angekündigt, Einsteiger-Guides ist eine gute Empfehlung, gerade für Leute, die neu jetzt dazu kommen, einfach sich nochmal alles angucken und auch die, die vielleicht schon eine Weile dabei sind und sich nochmal alles auffrischen möchten oder eben ein bisschen den Überblick verloren haben in letzter Zeit. Es hat sich ja doch einiges getan in den letzten Jahren. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen und die Einsteiger-Guides euch reinziehen. In diesem Sinne viel Spaß damit und damit leite ich nochmal zu unseren Livestreams über. Da haben wir ein bisschen andere Woche diesmal vor uns als sonst gewohnt, denn wir haben ein ganz besonders schönes Event diese Woche laufen und das ist unsere eigene CrashCon, unser Clan-Treffen, was diese Woche stattfinden wird, beziehungsweise kommendes Wochenende dann. Das bedeutet, wir haben jetzt einmal nur den Livestream am Sonntag, 15.04. dann ab 19.30 Uhr der Star Citizen Let's Play Sunday mit Dozer, natürlich wieder als unser Host. Und davon ausgehend haben wir dann noch am Mittwoch, den 18.04. ab 14.30 Uhr Crash Academy zockt und zwar natürlich wieder die Alpha 3.1.2 dann vermutlich, wenn der Patch dann live ist und das Ganze dann auf jeden Fall bei uns live auf dem Twitch-Channel. Schaut mal vorbei. Die anderen Folgen müssen dann entsprechend unserer CrashCon weichen. Das bedeutet, da wir ab Donnerstag bis Sonntag da sind, werden wir da nicht weiter live auf Twitch sein können. Das heißt auch keinen SCB Verse Report drehen können. In diesem Sinne müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Wir holen aber auf jeden Fall die Infos nach und auf YouTube wird es auch trotzdem weiter Programm geben. Das sei mal gesagt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann da weiter dabei seid.
Wir werden sehen, dass wir natürlich weiterhin auch die Updates rausgeben, so schnell und so präzise, wie wir können. Und vor allem werden wir uns dann natürlich angucken, was mit der neuen Star Citizen Alpha 3.1.2 ist, wenn sie denn dann für alle live ist. Ja, so viel also zu den Informationen da. Und wir werden dann nochmal rausgehen. Das wissen wir jetzt noch nicht, ob wir an dem Sonntag drauf sozusagen, wenn wir von der Crash kommen, zurück sind. Das wäre dann übrigens der 22., ob wir da vielleicht abends einen Livestream machen. Da müsst ihr einfach mal up-to-date bleiben bei uns auf den jeweiligen Social-Media-Profilen oder auf Twitch selber nachgucken. Je nachdem, wie zerstört wir von diesem Wochenende wiederkommen, machen wir dann einen Livestream oder nicht. Das können wir dann nochmal gucken, denn es lässt sich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle schwer planen mit Rückfahrt und allem drum und dran. Ja, soviel also zu unserem heutigen SCB-Verse-Report. Ich wollte nochmal ganz am Ende darüber informieren, weil ein paar Leute darüber gefragt haben, wieso wir das denn eigentlich so spät rausgeben, immer in Anführungszeichen wie YouTube. Das sollte jetzt nochmal als Information sein. Denn bei uns ist es so, wir nehmen das sehr gerne auf Twitch auf. Das ist ein total schönes Event. Es macht auch riesen Spaß, das live aufzunehmen und danach gleich mit den Leuten auf Twitch darüber zu diskutieren und zu sprechen, was man so gerade alles erzählt hat. Darum wollen wir das gerne beibehalten. Aber da wir auch Twitch-Partner sind und wir uns nach den Regeln von Twitch richten müssen, müssen wir also mindestens 24 Stunden warten, bis wir je in einem anderen Medium dieses Video zur Verfügung stellen. Das bedeutet, darum kommt der Tag sozusagen immer der Sonntag früh, weil Samstagabend macht immer in der Regel weniger Sinn. Also Sonntag früh kommt der dann immer raus und deshalb sind wir sozusagen auch daran gebunden, das zu machen. Wollen wir auch so weitermachen, denn auf diese Art und Weise ist es dann eben so, dass wir zwei sehr, sehr schöne Sachen haben. Einmal live auf Twitch aufgenommen und dann auf YouTube rausgehauen. Das ist eigentlich total cool und dafür werden wir uns dann eben darum kümmern, dass wir Live-Updates zwischendurch machen, die eben dann Breaking-News-Charakter haben, wie zum Beispiel ein neuer Patch oder ähnliches, als einzelnes Video und bei dem SCB-Verse-Report, so wie er auch gedacht ist, eigentlich wirklich den Fokus auf die Wochenzusammenfassung legen. Ja, so viel also nochmal zur Erklärung in eigener Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützt. Das sehr gerne über Patreon. Da sind ja auch wieder ein paar Leute dazugekommen. Das ist eine Riesensache für uns. Ganz, ganz toll. Ab $1 im Monat könnt ihr uns da supporten für unsere Arbeit. Genauso supportet ihr uns natürlich auch auf Twitch mit einem Abo zum Beispiel. Mit Amazon Prime ist das sogar kostenlos. Auf YouTube mit einem Abonnement, wenn ihr hier up to date bleiben wollt. Das freut uns riesig, wenn ihr uns hier auch mit abonniert. Dann natürlich freuen wir uns über viele Kommentare, die ihr reinsetzt und beantworten auch hier gerne Fragen dazu, wenn ihr noch welche habt rund um Star Citizen. Und ansonsten liked oder disliked die Episode und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, see you on the flight deck. Sawyer out.